Wenn ihr wissen wollt, wie man nicht entdeckt wird, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute. Tachchen. Heute gehen wir auf ein Thema ein, nämlich die Angst, erwischt zu werden. Das ist ein Thema, was euch als Community zu beschäftigen scheint. Wir bekommen da häufiger Anfragen auf Instagram oder auch in den YouTube-Kommentaren. Heute haben wir uns mal zur Aufgabe gemacht, dieses ganze Thema anzugehen. Ja, wir haben Tipps für euch zusammengetragen, wie wir das persönlich machen. Wir teilen mit euch Erfahrungen, denn wir hatten schon Erfahrungen mit Förster und Jäger. Gute oder schlechte, sagen wir euch nachher. Und wir haben die Gesetzeslage durchforstet und versuchen, dieses schwammige Grauzonen-Debakel für euch mal aufzuschlüsseln. So gut wir können, würde ich sagen. Und damit starten wir direkt mal rein. Freunde, weil das alles so kompliziert und blöd gemacht ist, sage ich mal, jetzt ein kleiner Disclaimer. Wir sind nicht verantwortlich, wenn ihr Scheiße baut, okay? Kurz gesagt, ja. Also was ich damit sage, ist jetzt keine Rechtssicherheit, keine Rechtsbelehrung. Also was wir sagen, hat eigentlich keinen Sinn. Ja? Versteht ihr, was ich sagen will? Also wir es haben, hat schon Sinn. Es hat schon Sinn. Wir aber haben kann man sich nicht berufen. Wir haben recherchiert und wir denken, dass wir das so verstanden haben. Wenn das ein bisschen anders ist, ergänzt uns bitte. Dankeschön. Jetzt kommen wir erstmal wirklich ganz grob. Wir werden hier auch keine Gesetzestexte zitieren und so weiter. Das überlassen wir Anwälten und so. Ne? Jetzt kommen wir erstmal ganz grob dazu. Was ist denn eigentlich erlaubt? Generell kann man sagen, dass es erlaubt ist, den Wald zu Erholungszwecken zu nutzen. Das heißt, ihr könnt da spazieren gehen, ihr könnt da auch Radfahren, ihr könnt da reiten. Ja? Ihr könnt da auch, wenn es sich nicht um Schutzgebiete handelt, ja auch Pilze sammeln, Bären sammeln, all so eine Sachen. Ihr könnt euch da auch mal hinsetzen, irgendwie ein entspanntes Picknick machen. Das ist alles auf jeden Fall erlaubt. Zwischendurch, wie viel darf man sammeln? Ja, man sagt immer so ein Handstrauß, ne? Ja. Oder eine Handvoll. Hält sich natürlich keiner daran, wenn die Leute da mit ihren riesigen Pilzkörben da aus dem Wald kommen. Aber ey, damit tut man ja auch keinem weh und das passt schon, wenn man es halt nicht übertreibt und dann auch noch kommerziell irgendwie verkauft. Ne? Das ist halt auch so ein Thema. Ich habe die schöne Aufgabe, euch jetzt mitzuteilen, was man nicht darf, ja? Also die Loser-Aufgabe, die sage ich euch jetzt. Theoretisch dürft ihr nirgendwo Feuer machen. Außer logischerweise an Stellen, wo extra ausgewiesen ist, ey Leute, hier dürft ihr ein Feuer machen. Ist ja logisch. Thema Schutzgebiete. Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, irgendwas, was mit Schutzgebieten in dem Wort vorkommt, dürft ihr eigentlich nichts machen, außer euch trotzdem erholen, beziehungsweise auf den Wanderwegen, die ausgewiesen sind, keine Schleichwege, Wanderwege, dürft ihr wandern. Ja? Ansonsten dürft ihr die Wege tatsächlich eigentlich nicht verlassen. Was jetzt auch noch ein neuer Teil ist, sind diese Schutzhütten, die sich auch in Naturschutzgebieten befinden. Da gab es so eine riesige Debatte in YouTube Deutschland Outdoor. Da darf man wohl auch nicht nächtigen. Also früher haben den auch viele Leute genutzt, um da zu nächtigen. Ja, Notbivak durchgeführt, darf man wohl auch nicht. Also auch da müsst ihr aufpassen. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, worum dieses Video ja eigentlich geht, ne? Um das Übernachten in Wäldern, ja? Das sogenannte Wildcamping. Und da sind, und wir müssen da wirklich sehr matschig in den Aussagen bleiben, da sind eigentlich alle Bundesländer in Deutschland derselben Meinung, nämlich das ist, was heißt Meinung? Das ist verboten in fast allen deutschen Bundesländern. Ausnahme bildet hier unser wunderschönes Land Brandenburg, denn dort ist es den Wanderer zu Fuß, zu Rade oder auch zu Wasser erlaubt, eine Nacht im Freien sogar mit einem Zelt verbringen zu dürfen. Kommen wir nun aber zu den Grauzonen. Grauzone, Freunde. Alle sagen immer, Höhe, Grauzone, Grauzone, können wir machen, können wir nicht machen, ist eine Grauzone. Also, was ist denn jetzt diese Grauzone? Theoretisch ist die Grauzone, dass ihr dürft ja nicht zelten. Ja, aber theoretisch steht ja da nicht drin, dass ihr nicht bivakieren dürft. Heißt, denken viele andere im Internet, dass das theoretisch eine Grauzone ist. Also ihr dürft nicht zelten, das ist Fakt. Ihr dürft in Bayern jetzt nicht ein Zelt aufschlagen im Wald, kriegt ihr Ärger, kriegt ihr eine Ordnungswidrigkeit, kriegt ihr eine hohe Geldstrafe. Aber ihr könntet jetzt, weiß ich nicht, in Sachsen-Anhalt oder so, eure Isomatte auf den Boden legen und euren Schlafsack. Ohne Zelt, ohne alles so. Dann ist es bivakieren, also unter freiem Himmel schlafen. Das ist die Grauzone. Da gab es auch schon Erfahrungen im Internet, die wir gelesen haben, alles cool, aber auch die Erfahrung, ey, ich habe trotzdem Ärger bekommen, also keine Geldstrafe, aber eine Verwarnung. Deswegen ist es eine Grauzone, ja? Thema Zelten und Bivakieren.
Jetzt am Schluss nochmal, was ihr mit diesen ganzen Informationen macht, ist jetzt ganz eure Sache. Wir packen euch auch nochmal unsere Quellen unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr vielleicht nochmal selber nachlesen. Schaut euch im Zweifel auch nochmal euer Bundeswaldgesetz an, in dem ihr halt, also von dem Bundesland, in dem ihr unterwegs seid, ja. Und ja, nochmal ganz großer Disclaimer, keine Rechtsberatung, beruft euch auf keine unserer Aussagen, denn die bieten keine Rechtssicherheit. Und wenn ihr es jetzt trotzdem mit dem Biwak hier mal probieren wollt, kommen wir jetzt zu unseren Tipps, damit ihr quasi nicht entdeckt werdet. Unser Tipp Nummer 1, Thema Aufbau. Es ist natürlich viel unauffälliger, einfach ein Bodensetup mit ein kleines Tarp zu haben, anstatt ein riesiges Zelt im Wald stehen zu haben. Ist ja logisch. Ja? Also so flacher und umso mehr Bodennähe ihr was aufbaut, umso unauffälliger seid ihr im Wald. Wenn ihr Tipp Nummer 1 beachtet habt, kommt jetzt Tipp Nummer 2 ins Spiel, nämlich die Farbe. Es bringt euch nichts, so niedrig wie möglich zu bivakieren, wenn ihr dann kein braunes Tarp oder kein Tarp mit einem Tarmuster benutzt, sondern irgendwie ein oranges Tarp. Dann sieht man euch halt trotzdem auf 2 Kilometer Entfernung. Deshalb Tipp Nummer 2, achtet auf gedeckte Farben. Ja? Nutzt braun, nutzt ein Olivgrün, nutzt auch von mir aus ein Schwarz in der Nacht, das passt alles. Oder wenn ihr es ganz extrem wollt, nehmt halt Tarnmuster. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, sich einfach so ein kleines Tarnnetz mitzunehmen und das über sein Setup zu schmeißen. Das verwischt auch nochmal so ein bisschen die Konturen. Oder, wenn ihr viel Zeit habt und extrem unterwegs seid, baut euch irgendwie aus Totholz, toten Materialien, halt Naturschelter, was sich auch mal viel besser in die Umgebung einblendet. Tipp Nummer 3. Einfach mal draußen, wenn es nicht unbedingt sein muss, kein Feuer machen. Ja? Ihr könnt ja auch zu Hause was zum Essen vorbereiten, beziehungsweise auch eine kalte Küche essen. Oder ihr benutzt einfach ja, einen Esbit-Kocher oder einen Trangia-Kocher mit einer kleinen leisen Flamme. Ja, weil so ein großes Feuer, was ihr macht, das ist einfach total auffällig. Nicht nur am Tag, gerade abends in der Dämmerung bzw. nachts. Ihr seht es oder man sieht es kilometerweit, ich schwöre es euch, auch im Wald. Ja? So ein Feuer strahlt einfach Licht in alle Richtungen aus. Da wird euch jeder aufklären auf jeden Fall. Und man muss ja auch nicht immer ein Feuer machen. Beziehungsweise, wenn ihr zum Anfang das erste oder zweite Mal draußen seid, dann lasst ein Feuer erstmal weg, kommt erstmal mit der Natur überhaupt klar, mit den gedeckten Farben, mit eurem Aufbau, dass alles schick ist, ihr euch sicherer fühlt und dann könnt ihr immer noch ein Feuer machen. Wenn ihr allerdings unbedingt ein Feuer machen wollt, und ganz ehrlich, wir könnten es verstehen, es ist einfach geil, ist leider so, dann vielleicht... Im Rahmen der rechtlichen Bedingungen natürlich. Natürlich, dann könnt ihr vielleicht ein Dakota Firehole machen. Das heißt, ihr buddelt ein großes Loch, einen kleinen Tunnel und ein kleines Loch. Dadurch zieht der Sauerstoff schön rein und ihr seid quasi, ja, ihr habt ein verdecktes Feuer. Es strahlt immer noch ein bisschen Licht logischerweise aus, aber gar nicht so krass wie ein normales Feuer, wenn ihr das oben baut. Tipp Nummer 4. Wenn ihr eure Tour plant, eure Übernachtung draußen im Freien plant, macht euch vorher Gedanken, wo ihr denn bivakieren wollt. Ja? Guckt euch auf Karten oder Google Maps irgendwelche Spots an, die möglichst weit von Siedlungsgebieten sind, die möglichst weit weg von Wandergebieten sind, sodass ihr halt vermeidet, dass irgendwelche Spaziergänger oder sonst wer halt an eurem Biwakplatz vorbeilaufen kann. Tipp Nummer 5. Baut euer Schlafsetup. Ja. Mit natürlichem Sichtschutz auf oder da, wo ihr natürlichen Sichtschutz habt. Zum Beispiel hier, wenn ich mich jetzt hier reinlege, da kann mich gar keiner sehen, beziehungsweise die Chance ist viel, viel geringer. Oder wenn ihr ja manchmal sind ja so Hecken im Wald oder so große Büsche, wenn ihr euch dahinter legt, dann habt ihr schon mal zwei oder eine Seite, wo auf gar keinen Fall euch einer sehen kann. Ja? Also das ist ein krasser Tipp. Nutzt dieses ganze Gestrüppzeug, die ganzen Büsche, um euch ja unsichtbar zu machen. Tipp Nummer 6, so einfach es erscheinen mag, baut euer Shelter möglichst spät auf. Ja? Wenn es schon dunkel ist zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass einfach andere Spaziergänger und Menschen im Wald unterwegs sind, was dann schon mal logischerweise die Chance sehr stark verringert, dass ihr entdeckt werdet. Wer Tipp 6 beachtet, der sollte auf jeden Fall unseren Tipp 7 beachten, und zwar Thema Licht. Es ist natürlich viel, viel besser, Rotlicht zu nehmen als Weißlicht. Ja? Wenn ihr eure weiße Funzel irgendwie anmacht oder eure Kopflampe, dann sieht man das auch hunderte Meter weiter weg, also wahrscheinlich noch weiter. Und auch wie im Militär, Rotlicht nachts ist einfach viel, viel besser für eure Augen. Ja? Es ist viel besser, ihr seht besser im Dunkeln sozusagen und ihr werdet viel, viel schlechter von anderen gesehen. Das rote Licht fällt nicht so weit auf. Wenn ihr natürlich jetzt, würden wir auch verstehen, keinen Bock habt, euch deswegen extra eine andere Kopflampe oder eine neue Taschenlampe zu holen, weil kostet ja auch alles Geld, dann könnt ihr einfach Krepppapier rüberpacken, dann wird es so ein bisschen diffuser, sage ich mal. Oder, ja, kennt ihr noch dieses Actimel-Ding, diese Actimel-Packung, die könnt ihr raufmachen, also irgendwas Milchiges, Plastiges, dann habt ihr einfach so ein diffuses Licht und es strahlt nicht so doll in alle Richtungen aus.
Tipp Nummer 8, haltet euren Lagerplatz maximal minimalistisch und maximal sauber. Was heißt das? Lasst nicht so viel Zeug rumliegen, ja? Weil die Tasche vom Trangia ist zum Beispiel knallrot, wenn ihr die dann einfach draußen rumliegen lasst oder irgendwie am Baum hängt. Das ist dann wieder so eine Sache, die man halt leicht erkennen kann. Wenn ihr aber einen Großteil eures Krams einfach im Rucksack lasst, ja, und den dann halt schön neben das Tarp stellt, alles schön minimalistisch haltet, habt ihr viel weniger Fläche, die halt irgendwie aufgeklärt werden kann. Tipp Nummer 9, hinterlasst keine Spuren. Ja, wenn ihr übernachtet habt und eine schöne Nacht draußen hattet, dann ja, baut alles wieder zurück, nehmt vor allem alles wieder mit, hinterlasst auch keinen Müll. Und ja, wenn ihr den Boden, das Gras sozusagen plattgelegen habt, ja, verwuschelt das mit, ein bisschen mit dem Fuß, schmeißt nochmal Laub rüber. Erstens, damit der Nächste, der da wieder hinkommt, auch einen schönen Ort wiederfindet, ist ja klar, ihr wollt ja das auch haben, wieder einen schönen Ort. Und zweitens, verringert es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ja, euren Schlafplatz findet. Weil vielleicht kommt ihr nochmal hin und wollt nochmal da übernachten, weil der Platz einfach cool war. Und es sieht ja keiner, dass ihr da schon übernachtet habt. Und somit ist das eine gute Sache, wenn ihr einfach, ja, eure Spuren vertuscht. Tipp Nummer 10. Stellt euch halt nicht in den Wald und schreit ganz laut, wenn ihr wissen wollt. Ja? Das ist, mag jetzt marginal klingen, ja, aber je leiser ihr seid, desto weniger wahrscheinlich ist es natürlich auch, dass man euch hört. Und dementsprechend weniger wahrscheinlich guckt man auch in eure Richtung. Ja, das heißt auch einfach mal nicht die Bierdosen wie ein Bekloppter halt gegeneinander klöppeln. Oder irgendwie, wenn ihr halt mit Kumpels unterwegs seid, wenn es Essen gibt, gegen die Pfanne hauen. Sondern einfach mal so ein bisschen leiser, in tieferer, belegterer Stimme miteinander unterhalten. Ja, die Heringe vielleicht nicht ausschütten, sondern aus der Packung nehmen. Das ist zum einen natürlich auch gut für die Natur, ja, weil ihr dann die Tiere und so weiter nicht stört. Zum anderen, ja, logischerweise werdet ihr auch weniger gut entdeckt. So Leute, scheiße. Ihr habt alle Tipps beachtet, ja. Habt euch wirklich penibel an alles gehalten. Und trotzdem kommt da jetzt da hinten Klaus Jürgen mit seinem Rottweiler vorbei, ja, und guckt so komisch in eure Richtung. Was ihr nicht tun solltet, wegrennen. Ja. Was ihr nicht tun solltet, pampig werden. Und was ihr nicht tun solltet, euch irgendwie verstecken. Ja, ja? Leute, die sind ja nicht blöd. Wenn die schon in eure Richtung kommen, dann haben sie euch auch gesehen. Ja. Aber jetzt kommen die Sachen, was ihr machen könnt. Was könnt ihr in der Situation jetzt machen? Geht proaktiv auf die Leute zu, seid freundlich, erklärt, was ihr da macht, dass ihr gerne draußen seid. Ja, ja, dass ihr Naturliebhaber seid, dass ihr hier nur eine Nacht übernachtet habt und gleich wieder losmacht. Dass ihr nicht länger da seid, als ihr müsst, dass ihr keinen Müll hinterlasst. Ja, ja. Dabei ist auch immer wichtig, wie gesagt, so diesen, den euren Lagerplatz so sauber aufgeräumt, ja, und minimalistisch wie möglich zu gestalten, dass man halt auch sieht, okay, der müllt hier nicht rum, der hat da irgendwie 3 Dosen Bier rumliegen und hinterlässt dann irgendwie seine Maggi-Büchse mit Tortellini da, halb voll irgendwie, ja, im Wald. Ja, einfach, dass man sieht, okay, ihr respektiert die Natur, ihr respektiert quasi diese Tatsache, dass ihr da jetzt hier bivakieren könnt. Und dann dreht euch da auch meistens keiner einen Strick draus. Es ist ja auch keine Rocket Science, unsere Tipps, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man mal aktiv drüber nachdenkt, aber das macht man halt eigentlich nicht, dann sind die Tipps eigentlich logisch. Ja, aber darüber machen sich halt viel zu wenige Gedanken. Genau, genau. Ja, vor allem jetzt hier, wenn ich jetzt auch mal in die Altersgruppe unter 18 gehe, das ist ja, ja dann auch so ganz klassisch, ey, wir wollen das auch mal machen, war ja bei uns früher nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch einfach mit irgendeinem Zelt im Wald geflaggt, ja, so, und ja, dann wurdest du halt erwischt, das ist dann halt, ja, so. Ja, aber wenn du dann halt nicht wie das letzte Opfer dann dastehst und irgendwie rumpöbelst, ja, dann sind die Leute auch meistens offen für die Bedürfnisse, die man halt auch selber hat, ne? Ja. Ich habe es ja gerade schon gesagt, als Jugendlichen ist uns das natürlich auch schon so passiert, aber wir haben auch so unsere Erfahrung jetzt im Rahmen unserer Naturensöhne-Laufbahn gemacht und die möchten wir jetzt auch mal mit euch teilen. So, kommen wir mal zu den Hard Facts. Ja, in den 7 Jahren, wo wir jetzt hier diesen Kanal Naturensöhne betreiben, ist es uns noch nicht einmal passiert, dass uns irgendwie ein Spaziergänger oder sowas entdeckt hat. Ja. Und wir hatten erst 3-mal die Thematik, dass uns irgendwer entdeckt hat. Und das waren halt in der Regel entweder Jäger oder Förster. Ey, und das ist echt nicht viel. In 7 Jahren 3-mal und wir sind ja relativ oft draußen, kann man schon sagen. Also ja, viel öfter als ein normaler Mensch. Ja. Weil wir halt outdoor-affin sind, weil wir diesen Kanal auch haben. Ganz, ist ja logisch, ne? Ja, richtig. Ja. Situation Nummer 1. Gerrit und ich waren in einem Wald und wollten übernachten, haben alles schon aufgebaut. Also man hat schon gesehen, dass wir so ein kleines Nachtlager haben zu zweit. Mit Hängematte war das, glaube ich. Ist schon wirklich 3-4 Jahre her. Und auf einmal kam in der Dämmerung ein Jäger. Ja, ein relativ alter Mann, ist ja auch wurscht, aber mit seinem Dackel. Und dann haben wir erstmal Panik geschoben. Das war nämlich unser erster Kontakt damals mit einem Jäger, Förster. Oh scheiße, wir sind hier illegal, was ist los? Ja, Grauzone, Leute, Grauzone. Grauzone, ja. Na, so viel Grauzone war da nicht, du. Mit Hängematte und alles, das war schon nicht so stassy wie heutzutage. Das war dunkelgrau. Ja. Naja, wir übelst Panik geschoben, aber trotzdem gleich aufgestanden quasi aus der Hängematte, hingelaufen, haben Hallo gesagt, da kam er auch schon an.
Wie gesagt, übelst Bange gehabt und alles, aber der war übelst korrekt, hat einfach nur, wo da der Jäger ist, der einfach nur gefragt, ey Jungs, was macht ihr hier? Was ist hier los? Wir haben erklärt, ey, ja, wir lieben die Natur so, wir finden es cool, draußen zu pennen und wollten hier mal spontan, haben wir gesagt, eine Nacht hier schlafen. Haben jetzt auch schon alles aufgebaut und so, hat er sich das kurz angeguckt und wir haben damals schon, ganz cool, wir haben nie Müll irgendwo liegen gelassen. Auch wenn wir dann Dosen oder so hatten, haben wir gleich immer eine Tüte gemacht und einen Rucksack, weil wir schon, ja, so eine Vorahnung immer hatten. Wir haben immer die Angst gehabt damals, ja, werden wir erwischt, ja, aber wurden wir ja nicht, außer das eine Mal, außer die drei Male. Ja. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ey Jungs, kein Stress, alles cool, wollt nur fragen, was ihr hier macht, ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil hier gejagt wird. Aber ihr habt Glück, hier an diesem Wochenende ist eh kein, also er ist nur spazieren gegangen mit seinem Dackel, die haben nicht gejagt so. Und er meinte dann, ey, wenn ihr morgen wieder geht, alles cool, leben und leben lassen. So, das war unsere erste Erfahrung und wir dachten, wo wir dann zu Hause waren nächsten Tag, wie cool ist das denn? Weil wir hatten also an diesem Abend jedenfalls auch kein Feuer gemacht und so. Also wir haben wirklich eigentlich nichts beschädigt und nichts Blödes gemacht, einfach nur übernachtet. Und wir wurden damit dafür nicht bestraft. Wisst ihr, was ich meine? Also der Typ war ja übelst korrekt und einfach, ja, sein Motto ist Leben und Leben lassen. Und das ist doch übelst geil. Das ist doch eine richtig geile Erfahrung so. Das zweite Mal ist noch gar nicht so lang her. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Video zurück. Kanu versus Floß. Da waren wir an einem See unterwegs und haben halt tagsüber so ein bisschen mit Totholz halt so ein Floß zusammengeklüppelt und ein Kanu zusammengeklüppelt. Und irgendwann mittendrin kam dann halt der zuständige Revierförster an. So, kam dann auf uns zu. War dann auch schon so skeptisch, hat halt schon, man hat seine Autorität gemerkt, hat so geguckt, was machen Sie denn hier? Der war auch erstmal grimmig, muss man sagen. Ja, denn ja. Zum Anfang. Wahrscheinlich, weil in dem Gebiet, und das hat man auch gemerkt, an diesem See halt häufiger wild gecampt wird und so weiter, ne? Ja. Und das da scheinbar so eine kleine Problematik ist. Ja, dann haben wir gesagt, ja, hier, wir haben einfach so eine dumme Idee gehabt, wir wollten es jetzt hier mal ausprobieren, haben jetzt hier halt mit Totholz halt das und das gebaut, so. Und wollte mal gucken, ob man halt so mit einfachen Mitteln halt dieses Floß bauen kann. Und da meinte er, ah ja, interessant so. Und ihr schlagt auch dafür keine lebenden Bäume und sowas kaputt und so. Nee, wozu? Hier liegt ja genug rum. Ist ja genug, war auch so Kiefernwald in der Nähe, konnte man alles benutzen. Und dann hat er gesagt, na okay, dann macht mal so. Ihr scheint ja vernünftige Typen zu sein. Ja, alles freundlicher Austausch. Man hat halt gemerkt, dass er so ein bisschen Autorität hat wirken lassen so. Und wir haben gesagt, naja, danach bauen wir auch alles zurück, schmeißen das Holz wieder in den Wald, nehmen den ganzen Müll wieder mit nach Hause, halt die Plane und das ganze Gaffertape, was man auch benutzt hat. Und dann hat er gesagt, naja, dann ist doch alles cool, macht auch wieder diese Devise Leben, Leben lassen, hat er so jetzt nicht gesagt, aber das war es im Endeffekt. Ja, und so auch wieder durch positives Auftreten, guten Eindruck und ja, vernünftige Gedankengänge, sage ich mal, halt auch wieder die Situation, ja, in Anführungszeichen bestimmt so. Und dadurch konnten wir dann halt das machen, worauf wir dann halt in dem Moment halt Lust hatten, nämlich diesen Floßversuch zu starten. Jetzt kommt unsere dritte Begegnung. Ist verrückt, dass wir wirklich in den 7 Jahren 3 Begegnungen bloß hatten. Voll gut. Scheinen ja irgendwas richtig zu machen. Ja, das war diesmal ein jüngerer Förster, auch mit dem Hund wieder. Wir waren, also erstmal zur Geschichte, wir waren ja wieder unterwegs, mal wieder übernachten irgendwo in Brandenburg diesmal. Ist wichtig. Ja, haben wieder unser Setup und alles aufgebaut, war wieder in der Dämmerung. Ja. Also die Leute gehen abends nochmal mit ihrem Hund spazieren, ne? Wer einen Hund hat, der... Also gerade diese Förster-Jäger-Bagage. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, warum hat er uns entdeckt, wo war... Ja, bei dem Mal waren wir gar nicht so weit von einem Wald, von einem Weg weg. Ist halt in Brandenburg auch schwer, weil überall Wege sind. Und es war auch ziemlich lichter Kiefernwald. Ja. Also da sind wir selber unseren Tipps nicht so nachgegangen. Ja. Dann kam es halt dazu, er ist dann auf uns zugekommen, hat sich das halt wieder alles angesehen, ist so abgelaufen wie vorher, wir wieder freundlich. Unser Bedürfnis halt nähergelegt und dann meinte er halt, ja, ist ja alles in Ordnung und ist dann auch von sich aus auf diese Gesetzeslage eingegangen, naja, wir sind hier in Brandenburg, da könnt ihr ja eh so eine Nacht, ist ja alles völlig im Rahmen, hat dann aber nochmal gesagt so, wenn ihr euch heute Abend noch was zu essen mal machen wollt, so, er kennt das ja, genau, nutzt Gaskocher, nutzt irgendwas anderes, macht jetzt hier bitte kein Feuer, weil Kiefernwald und so weiter und so fort, haben wir dann gesagt, ja, alles in Ordnung, dann lassen wir das, also, dann... An dem Beispiel sieht man ja wieder, weil er gesagt hat, er kennt das ja selbst. Also ja, die waren ja mal alle selber jung, beziehungsweise man muss ja nicht jung sein, um dieses Hobby zu machen. Und die haben ja auch, die wissen ja selber, was Spaß und was Bock macht, wenn man es verantwortungsvoll ausübt. So. Ja, und die haben sich ja nicht umsonst halt irgendwie diese Profession Jäger oder diese Profession Förster ausgesucht. So. Ja. Die sind ja selber gerne draußen und selber gerne im Wald unterwegs und können dementsprechend wahrscheinlich noch eher verstehen, was so Bushcrafter, Outdoor-Leute draußen machen, als irgendwie...
Karl Jürgen, der irgendwie abends nur vorm Fernseher sitzt, ja. Also gesprochen und sein Hund auch mal Spaß macht. Ja, ich weiß, ne? Was du meinst. Aber jeder, der keinen Bezug zu diesem Hobby hat, versteht das halt nicht so gut und ist dann wahrscheinlich dementsprechend anders darauf zu sprechen. Ja, und das waren so unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Nur positiv. Nur positiv. Und ich glaube, der Knackpunkt bei dieser ganzen Nummer war halt immer dieses freundliche, klare Auftreten. Ja, erklären, was man macht, warum man das macht. Und ja, wie wir schon gesagt haben, kein Müllhaufen drum. Ich glaube, ihr habt richtig schlechte Chancen, wenn da jemand euch entdeckt und da liegen drei Bierflaschen und drei Dosen irgendwie auf dem Boden, dann ist schon scheiße. Genau, wenn es aussieht wie scheiße, dann ist schon mal tendenziell schlecht. Bekommt ihr Scheiße. Freunde, und jetzt wie immer eine Frage an euch. Ja, ihr könnt es euch denken, habt ihr schon irgendwie positive Erfahrungen, so wie wir gemacht, oder auch negative Erfahrungen, dass ihr irgendwie von eurem Lagerplatz verscheucht wurdet, in Anführungszeichen? Oder seid ihr selber auch die Truppe, ja, wir haben uns das bis jetzt noch gar nicht so richtig getraut, weil wir halt diese Ängste haben? Schreibt eure ganzen Erfahrungen in die Kommentare. Wir hoffen, dass ihr von unseren Tipps, Erfahrungen in irgendeiner Form profitieren könnt und vielleicht auch so ein paar Bedenken und so weiter, ja, von euch genommen wurden und ihr jetzt rausgeht und Spaß an der Natur habt. Und denkt dran, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, haben wir einige Sachen zusammengetragen und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal informieren über alle Bundesländer und allgemein die ganzen Gesetze. An dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Wer Tipp 6 beachtet hat, sollte auf jeden Fall unseren Tipp 7... Tipp 7! Leute, scheiße. Jetzt habt ihr alle Tipps beachtet. Entschuldigung, ich hab dich völlig... Ich dachte jetzt, was ist denn Scheiße? Nee. Ich wusste nicht. Ja. Hä? Ich hab mal die Abhörung wieder aussagen. Was ist denn Scheiße?